Hey Leute, willkommen zum Heilungsprozess Tag 36. Heute werde ich einen Mini-Einkauf machen und ihr seid wieder mit dabei. Dann werde ich ein großes Ründchen machen, wieder mich ganz ordentlich bewegen und ich werde ein Thema behandeln, dass man sich nicht vor den Liebsten, vor der eigenen Familie verstecken darf. Egal, wie sehr man sich schämt oder wie man sich fühlt. Ich werde euch die Gründe dafür nennen und aus eigener Erfahrung sprechen. Und natürlich kommt auch wieder die aktuelle Gemütslage zum Vorschein, die ich behandeln werde. Ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall schon und lasst doch sehr, sehr gerne ein Like nach oben da. So Leute, wieder den Energy zur Hand. Energy Zero. Ich rede jetzt erstmal über meine aktuelle Gemütslage, was es so zu erzählen gibt. Aber vorher möchte ich auf jeden Fall anmerken, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht bei jedem Heilungsprozess so sein, dass ihr euch darauf gefasst machen könnt. Vielleicht freuen sich ja auch einige sogar darüber, wer weiß, weil sie mich nicht so viel labern hören wollen. Es wird nicht bei jedem Heilungsprozess der Fall sein, dass ich irgendein Thema behandle. Irgendwann hat man auch alle Themen schon durch. Es gibt auch einige Themen, die ich schon wiederholt habe. Dann werde ich einfach nur das darauf beschränken, dass ich euch zeige, was ich so esse, meine Bewegung, wenn ich einkaufe, wenn ich in den Wald gehe halt, oder je nachdem, wenn ich mich wiegen sollte, mein Gewicht. Und ich werde mich vielleicht auch nicht immer zeigen oder wenn ich mich zeige, dann auch nicht immer Themen behandeln können. Aber zu der aktuellen Gemütslage immer wieder mal was sagen. Ich denke mal, das, was mich so beschäftigt, plagt, auch wenn sich das auch immer wieder wiederholt, das ist ja mein Heilungsprozess Tagebuch, mein Tagebuch. Und das habe ich immer so gehandhabt, seit Tag 1 auf Instagram und jetzt hier auch. Ja, dann wird das halt der Fall sein. Es geht ja darum, um mich zu heilen, euch daran teilhaben zu lassen und dass ihr dann auch ja, mich begleiten könnt und für euch selber was mitnehmen könnt. Das ist ja die Intention dahinter. Und genau, hier, ihr seht ja, ich habe mich rasiert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Schnäuzer so bestehen bleibt. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr es gut? Mit Bart, ohne Bart? Und was haltet ihr von dieser Variante? Super Mario, ne? Ja, ich lasse es jetzt erstmal so, aber ich habe eh wieder vorgehabt, mich ganz glatt zu rasieren. Das steht wohl demnächst an. Und genau. Ich habe auf TikTok und auf Insta ein Video gepostet mit meiner aktuellen Verfassung. Und da sieht man auch, wenn man das mit den alten Videos vergleicht, wo ich 190 Kilo fast wog, einen enormen Unterschied. Und da habe ich auch jetzt eine Hose angehabt, die mir jetzt auch gut passt, die ich vor ein paar Monaten von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte und ich habe da nicht wirklich reingepasst und jetzt ist sie ziemlich locker und Oberteile, die ich mir letztes Jahr gekauft habe, wo ich nicht reingepasst habe, in 4x XL, wo ich ganz gut reingepasst habe und dann kamen auch schon viele Komplimente, auch von Leuten, die mich abgeschrieben haben, die der Meinung waren, ich gebe mich ja auf, ich jammer ja nur, ich mache ja nichts, ich will ja nichts. Und die De Leute denken auch, ich bin dumm und habe mir das nicht gemerkt, wenn jemand so einen Kommentar verfasst oder diesen Kommentar liked und dem zustimmt. Also da ist man schon in dem Sinne nachtragend, das kann man ja auch verstehen. Da sieht man schon jetzt gerade schon, wie viel positive Resonanz kommt auf TikTok auch, wie viele Leute verblüfft sind, das nicht glauben können, verwundert sind, sich für mich freuen, wollen, dass ich weitermache, dass die Leute auch selber anspornt und motiviert. Und schön, diese Resonanz zu bekommen, dass Leute sich für einen freuen, dass Leute verblüfft sind und selber Motivation dadurch schaffen. Ja, aber das ist noch lange nicht alles. Also 148 Kilo, mein letzter Kenntnisstand. Vielleicht bin ich ja jetzt auch 147 oder 146. Wie geil wäre das? Aber ich weiß es nicht. Aber letzter Kenntnisstand 148, mega geil. Und da werden noch weitere einige Kilos purzeln und ich werde weitere solche Videos machen, um für Motivation, Inspiration zu sorgen und werde weiter in die Öffentlichkeit treten. Da bin ich froh, dass ich diese Redegewandtheit habe und den Mut, um Leute zu inspirieren und zu motivieren. Das ist mein Weg, das ist meine Lebensaufgabe und ich bin froh, so, so froh darüber. Und ich sehe ja jetzt schon, was die Leute so schreiben und wie sie sich einfach ja freuen und nicht drauf klarkommen, was ich schon erreicht habe. Das ist einfach nochmal pure Motivation. Ich habe so viel Blut geleckt wie noch nie in meinem Leben und ich will immer, immer mehr. Da muss man wirklich aufpassen, auch an euch, wenn die Motivation steigt, nicht immer mehr zu wollen, sich immer mehr anzulasten, denn umso unbequemer wird das Ganze. Das sollte dann doch nicht passieren. Ja, jetzt kommen wir zum. Also Leute, ich gehe diesen Weg und mit all seinen Höhen und Tiefen.
Weil Mindset, Psyche ist das A und O. Und das war auch immer das, abgesehen von dem Hungern, was mich davon immer abgehalten hat, da zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich habe ja Bewusstsein geschaffen und Heilung, Fokus auf Heilung. So, jetzt kommt das Thema vor der eigenen Familie verstecken aus Scham. Zu viel Übergewicht, Zunahme oder auch Freunden, nicht nur der Familie. Mit sich selber nicht im Reinen sein. Das habe ich ja jahrelang gemacht. Das fing ja früh schon an, als ich meine erste Halbierung hinter mich gebracht hatte und anfing wieder zuzunehmen im Alter von 12, 13 Jahren. Mich zu Hause versteckt, in meinem Zimmer abgeschlossen, obwohl meine Großeltern da waren, meine Geschwister, mein Vater. Ich habe die Tür nicht aufgemacht, habe mich im Zimmer verbarrikadiert, die Ohren zugehalten, bin zu Familientreffen nicht hingegangen. Hab dann immer mich nur gezeigt, wenn ich mich einigermaßen wohlgefühlt habe, ein paar Kilos wieder runter hatte. Hab total falsche Prioritäten gesetzt und das alles davon abhängig gemacht und Lebenszeit verschwendet. Im Nachhinein habe ich diesen Shit gelebt und ich kann euch aus Erfahrung sprechen. Diese Angst im Kopf macht ihr euch selbst und es wird nicht so sein, wie ihr euch das ausmalt. Umso früher ihr euch Leuten stellt, denen ihr aus Scham nicht mehr begegnen wollt, umso besser. Und das war dann ja so weit, dass der Höhepunkt dann kam, dass ich 8, 9 Jahre das Tageslicht nicht mehr gesehen habe, Geschwister, Großeltern 10 Jahre nicht gesehen habe, teilweise aus Scham. Es für mich gar nicht mehr in Frage kam, geliebte Menschen zu sehen. Mein Opa an Demenz erkrankt ist in der Zwischenzeit, aber ich froh bin, ihn noch gesehen zu haben. Er ist leider seit über einem Jahr verstorben und er hat sich dennoch zuletzt noch an mich erinnern können, wie herzergreifend und wie berührend und wie schön und wie toll, trotz seines Zustandes. Und Familie sollte man schätzen. Keiner wird euch verurteilen, auslachen, fertig machen. Und wenn sie das machen, sind sie einfach unreflektiert, seht es ihnen nach. Und je nachdem, wie das der Fall ist und wie das stattfindet, muss man dann natürlich auch für sich überlegen, ob es Sinn macht, mit dieser Person, auch wenn es die Familie ist, im Kontakt zu stehen und weiter den Kontakt zu halten, wenn es einem nicht gut tut und das Gift für einen ist. Aber es kommt in den allermeisten Fällen so, dass keiner was sagt, dass man sich eher freut, dass man euch wiedersehen kann. So war das bei meinen beiden Geschwistern, meine älteste Schwester und meine mittlere Schwester, die in Tränen aufgelöst waren. Wir lagen uns in den Arm, die sich gefreut haben. Mein Großvater, mein Stiefopa, da mache ich aber keinen Unterschied, der wirklich auch in Tränen aufgelöst war und gesagt hat, du brauchst dich nicht verstecken, du bist so ein hübscher Mann, wieso, sowas gibt es bei uns nicht, wir sind Familie, die einfach froh waren, dass ich endlich da war und bis heute noch so dankbar sind, obwohl ich mich schon seit 4 Jahren zeige, Gott sei Dank, und diese Zeit mit der Familie genießen kann. Also macht es nicht davon abhängig. Wenn sie euch kränken, je nachdem in welchem Maße das stattfindet, liegt es immer noch an euch zu reflektieren, okay, die Person weiß es nicht besser, sie hat es nicht böse gemeint, sie ist unreflektiert, das ist halt die Art der Person. Oder okay, es ist doch kränkend, ich muss Abstand halten, aber glaubt mir, 90% der Fälle wird da nichts passieren. Und ich habe mich ja auch vor den neu gewonnenen Freundinnen damals, die ich kennengelernt habe, mit 18, als ich 80 Kilo wog oder 79 Kilo und mich zum zweiten Mal halbiert hatte, mit denen immer abgegangen hatte und was unternommen hatte, hatte ich mich ja auch jahrelang versteckt, bin jahrelang nicht rausgegangen aus Scham, dass sie mich dann sehen mit 110, 120, 130, 140, 150 Kilo, dass ich so dick geworden bin und die mich nur schlank kannten. Das habe ich nicht. Und dann habe ich mich aber mit 180, 190 Kilo diesen Leuten gezeigt, vor denen ich mich versteckt und geschämt habe mit 100 oder 90 oder 110 Kilo und bin offensiv auf sie zugegangen, habe den Kontakt aufgenommen, selbstbewusster denn je. Und keiner hat mich verurteilt, keiner hat mich ausgelacht, keiner hat mich fertig gemacht, keiner hat mich gemieden. Alles war nur eine Sache meiner Gedanken und ich habe mich selbst in Ketten gelegt. Also Leute, lebt euer kostbares Leben und fangt jetzt an, rauszugehen, zu euch zu stehen. Egal, welche Scham ihr habt, welches Makel ihr habt. Liebe, Selbstliebe an sich arbeiten, sich dem stellen und mit sich im Reinen sein und dennoch das Leben leben, so wie es ist und an dem teilhaben, um sich auch was Gutes zu tun, an die frische Luft zu gehen, ist das A und O. Ich habe diesen Scheiß gelebt. Also bitte, Leute, nehmt euch das zu Herzen. Eure Familie liebt euch, will euch sehen, eure Freunde lieben euch, wollen Zeit mit euch verbringen. Und das muss man einfach auch machen. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt und nicht irgendwann, wenn ich abgenommen habe, wenn ich das gemacht habe, wenn ich diese OP gemacht habe, wenn ich dies und das und das und das. Alles findet hier statt.
Keiner wird was sagen. Ich habe es doch erlebt, ohne abzunehmen, mit meinem allergrößten Höchstgewicht mich den Menschen zu zeigen, was für mich damals unvorstellbar gewesen wäre. Ich weiß, es ist ein Prozess. Es geht nicht so mir, nicht dir, nicht. Aber umso eher man den Anfang macht, umso dankbarer wird man sich sein. So, Familie, Freunde ist einfach alles. Okay, Leute? Jetzt wird das große Ründchen gedreht. Ein paar tausend Schritte nehme ich dankend an. Ja, es soll schon zur Routine werden hier. Die Motivation ist unermesslich. Höchst motiviert. Gibt's noch eine Steigerung? Unendlich motiviert. Danach geht's einkaufen, Mini-Einkauf. Und ich zeige euch auch meinen Mini-Einkauf, Leute. Also seid auf jeden Fall gespannt, ne? Ich bin immer noch dabei, das große Ründchen am Drehen. Hab's ein bisschen unterschätzt. Aber dank meiner guten Kondition und auch im Vollgastempo, ja, händle ich das gut. Und diese Bewegung, die ist jetzt so eine feste Routine geworden. Ich muss aber aufpassen, dass es nicht so kommt, dass ich zu viel gehe, ne? Es ist so, man neigt dazu immer mehr und immer schneller und immer besser. Aber auch gerade im Erfolg, wo man Bäume ausreißen könnte, du so viel Power und Euphorie bekommst, Motivation, muss die Geduld und Vernunft walten. Das ist dann der wahre Schlüssel zum Erfolg. Leute, ich bin jetzt im Supermarkt, wo ich mich mit am wohlsten fühle. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen aufgrund dessen, ja, dass ich schnell und viel gegangen bin. Und da kommt man mit dem Gewicht noch ins Schwitzen und generell schwitze ich auch trotzdem, trotz des Gewichtes, schnell und viel. Ja, das muss ich auch mal abklären lassen. Ich denke mal, das ist eine Hyperhidrose. So müsste man das nennen. Ja, Leute, ich freue mich auf das Einkaufen hier und den geilen, tollen Einkauf und Mini-Einkauf, denke ich, wird das. Und ich werde euch daran teilhaben lassen, wie gewohnt. Schau mal diese Schrottabteilung hier an. Es gab Zeiten, da habe ich 3-4 Mal die Woche 3 solcher Dosen getrunken, aber nicht die hier, die normalen, sondern Starkbier mit 10%. 3 Stück am Tag habe ich davon genommen. Die haben sie hier gar nicht mehr. Ja, und ihr müsst euch das vorstellen, das kam 3-4 Mal die Woche vor, manchmal sogar 5 Mal die Woche. Und es kam mir sogar zeitweise so vor, die haben die ja hier nicht mehr und abgesetzt wahrscheinlich. Mir kam es wirklich zeitweise so vor, als hätte ich die am Laufen gehalten, dass sie hier im Sortiment verblieben sind und geblieben sind. Weil komischerweise gefühlt war ich irgendwie der Einzige, der die geholt hat. Aber ich kann euch einfach nur sagen, Tag 36 ohne Alkohol und ich bin verdammt stolz. Also es bedeutet mir einfach die Welt und ich habe überhaupt kein Verlangen. Das ist das Großartigste überhaupt. Denn sich weiterzuentwickeln, an mir zu arbeiten, Selbstverwirklichung, und all diesen Sehnsüchten nachzugehen und was für seine Gesundheit zu tun, ist einfach das Größte und Beste, was man machen kann. Und schade, dass das so frei zugänglich ist und viele das nicht hinterfragen, was Alkohol mit einem macht. Und dass es eine anerkannte Droge ist, die Leute zerstört, Familien zerstört, ist halt einfach Fakt. Ich glaube, dass das mehr als nur so ein Mini-Einkauf wird, wenn es so weitergeht. Ich war ja eben auch in der Alkoholabteilung und kann nur noch mal sagen, bekräftigen. Damit will ich nichts mehr am Hut haben. Wie zerstörerisch. Und als ich mir dessen immer bewusster wurde, reflektiert habe, ich habe es nicht mehr ertragen, Alkohol zu trinken. Ich habe es nicht mehr ertragen. Jeder Schluck hat mir in der Seele wehgetan. Aber dennoch hatte ich diesen Suchtdruck, dieses Verlangen, um meine Emotionen zu betäuben, mich komplett zurückzunehmen, zu entspannen, runterzukommen, diese Angst, diese Gedanken, diese Zwangshandlungen, diese Zwangsgedanken, diese Anspannung nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Meine Art Medikamente. Und ich habe es immer wieder dennoch gemacht. Und ich jeden Tag dafür, jedes Mal gehasst, als ich reflektierter wurde und diesen Block hier hatte. Und da will ich nicht mehr hin. Es hat mir nicht mehr gut getan. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich habe es gemacht. Die Sucht, das Verlangen, nicht körperlich, sondern geistig, halt psychisch, ja, um sich besser zu fühlen, runterzukommen. Aber das ist es mir nicht mehr wert. Diese Glücksgefühle, die du erzeugst, wenn du was tust, wenn du was machst, sind größer als alles andere auf dieser Welt. Und man wird sich dankbar sein. Durch diesen Schmerz gehen, reflektieren, Leute, wissen, wofür man das macht, sich das immer vor Augen halten. Und dann sich arbeiten. Und das wird sich so, so was von auszahlen. So, Leute, das ist der Mini-Einkauf. Ihr seht, was ich gekauft habe auf der linken Seite. Eine Bio-Aubergine, Bio-Zucchini, veganer Scheibenkäse vom Better. Kann ich euch empfehlen. Simply V, der schmeckt meiner Meinung nach nicht so gut wie der von, von Better. Der zerbröckelt auch immer so schnell, den kann man auch gar nicht, kriegt man auch gar nicht ab von der Verpackung.
Diesen Simply Wie Reibekäse. Wir haben heute wahrscheinlich vor, Kartoffelauflauf zu machen, aber steht noch nicht zu 100%. Ihr werdet es ja dann sehen. Äpfel, Avocado, die man auch zum Frühstücken benutzen kann, für alles Mögliche. Sich eine Guacamole machen, aufs Brot, Salate machen, Brie-Käse habe ich für mich geholt. Bananen, vegane Teewurst, die ich mag, Speisequark, Mager, Quark halt, Frischkäse, Mager, Aufbackbrötchen, ja, Eier, die ich für mich geholt habe, Salami-Sticks und Energy Zero und Cola Zero. Ach, recht gut, ne? Richtig guter Einkauf. Gar nicht das Verlangen gehabt, Süßigkeiten zu holen, weil ich zurzeit eh nicht dazu komme, die zu essen. Warum soll ich die dann holen, wenn ich die eh so selten mittlerweile esse? Lieber nahrhafter und besser essen möchte. Ja, Leute, das war der Einkauf. Macht euch euer eigenes Bild. Das, sage ich mal, ist ein guter Einkauf. So, Leute, nicht das Beste, was man so essen kann. 825 Kalorien, die hätte ich besser aufteilen können, aber der schnelle Hunger, also der, ja, der treibt jetzt rein halt, die Bewegung, das Einkaufen, die Hitze. Vegane Bratwurst, die ich noch übrig hatte, ein Brötchen, Gouda-Käse, Brie-Käse, Salami-Sticks, ein Ei und ein High-Protein-Erdbeerpudding. Joghurt, besser gesagt. Ja, ich will auch nicht lang schnacken, ich will essen. Ich lasse es mir jetzt schmecken, Leute. So, Leute, heute mal richtig auf gesund unterwegs. Magerquark, daraus so eine Art Sour Cream, Sour Cream, wie auch immer man das nennt, gemacht. Thunfisch dazu. Kartoffeln, Pellkartoffeln gibt es dazu. Ich esse die einfach so mit Schale. Ja, das Ganze wird, boah, Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien. Lasst mich nicht lügen, Leute. Irgendwas mit 600 Kalorien haben wird das Ganze. Ja, hat sich heute jetzt so ergeben. Ich wollte eigentlich Schweinekotelett machen, habe das auch aufgetaut. Aber dann hab ich irgendwie Abtören bekommen. Habe ich jetzt dafür entschieden, statt Schweinekotelett, was auch schon länger eingefroren war, habe ich dann hier Thunfisch genommen. Werde ich mit Magerquark essen. Eins wird es auf jeden Fall sein, sehr proteinreich und sättigend. Ne? Also für diese 600 Kalorien sowas zu essen, ist das Beste, was du machen kannst, um satt zu werden. So Leute, das ist mein Essen. Das Ganze hat so 640 oder 50 Kalorien. Richtig, richtig sättigend wird das sein, ganz sicher. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Ja, Leute, das war der Heilungsprozess Tag 36 und ich bin wie immer froh, dass ihr hinter mir steht, mich supportet, euch das anschaut und für euch etwas hoffentlich Positives mitnehmen könnt. Ich küsse eure Herzen, bleibt wie ihr seid, bleibt stabil und ja, ciao Leute, ne?